Das Jahr 2019 haben wir natürlich erreicht. Promi-Geflüster ist nach einer kurzen kleinen Winterpause wieder zurück. Und wir sind auf der CMT Caravan Motor Touristik am Stand von Zillertal Werbung und natürlich auch wieder als Partner bzw. als Botschafter mit dabei. Vollgas Tirol. Hallo zusammen erstmal. Ja, hallo Frank. Freut uns, dass wir uns da wieder treffen. Genau. Hallo, servus, grüß euch. Und? Servus, grüß dich. Genau. Ja, sehr schön, dass ihr da seid. Ihr seid heute früh schon losgefahren. Zillertal. Schnee hat es momentan? Ja, sehr viel eigentlich. Ja. Sind wir mal narisch zufrieden, dass wir so viel Schnee haben. Ja. Passt ganz gut. Gibt es auch schon die Gefahrenzonen, wie es überall ausgesprochen wurde, dass also wirklich die Lawinengefahr groß ist? Wie schaut es aus? Ja, es hält sich eigentlich in Grenzen. Aber die eine oder andere Straße ist schon gesperrt, aber wir sind noch nicht ganz abgeschlossen. Also das Zillertal kann man jederzeit noch erreichen sozusagen, gell? Ja, letztes Jahr 2018 habt ihr eure zweite Produktion rausgebracht. Ich wollte kommen, hat es leider nicht ganz gereicht. Wie ist es denn angelaufen? Was habt ihr erlebt? Ja genau, wir haben 2018 unsere zweite CD präsentiert. Haben wieder eine super Präsentation feiern dürfen und ein Fest mit einem Frühschoppen dann am Sonntag. Und ja, das Jahr ist super gelaufen letztes Jahr und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was dieses Jahr kommt. Ja, sehr gut. 2019, also wie wir gerade schon im Vorgespräch gesagt haben, also eine dritte Produktion momentan nicht dieses Jahr, erstmal vielleicht auf nächstes Jahr dann wieder 2020, oder wie ist es? Ja, wir werden schauen, wenn wir suchen, also jetzt, dieses Jahr ist einmal noch nichts in Planung. Aber wenn wir natürlich das machen, dann werden wir natürlich das frühzeitig bekannt geben, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Und ansonsten habt ihr viele Auftritte, oder? So auch über. Wie schaut es aus? Ja, es geht ganz super los neue Jahr. Wir nehmen immer viel im Einsatz und passt ganz gut. So soll es doch sein, so soll es doch sein. Ja, was bedeutet dieser Auftritt hier draußen für euch? Was ist das Besondere, dass ihr immer so mit der Zillertal-Werbung unterwegs sein könnt? Kommt da die Resonanz rüber, die ihr euch erhofft? Bleiben viele stehen? Also das Zillertal.at, das bringt uns sehr viel. Also ist eine super Werbung für uns, vor allem für uns drei jungen Burschen. Also ein bisschen in die Öffentlichkeit, nach außen hin bekannt zu werden, sage ich jetzt einmal. Und ja, ist eine super tolle Sache. Ja, das denke ich doch auch. Und dann werden wir uns mit Sicherheit demnächst bestimmt wieder mal im Zillertal sehen, wenn er irgendwo wieder spielt. Aktuelle Termine stehen auf Facebook drauf, nehme ich an, oder? Genau, also die aktuellen Termine findet man immer frühzeitig im Facebook und vielleicht sehen wir uns ja beim einen oder anderen. Genau, wären wir wieder an der Zeit und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt hier einen tollen Auftritt auf der CMT. Ihr seid jetzt noch dieses erste Wochenende da und dann geht es schon wieder zurück, oder? Ja, also wir sind jetzt heute und morgen hier. Ja. Und nächste Woche starten wir dann in die Ballsaison. Genau, also klar, dann geht die Faschingszeit, die Ballsaison natürlich wieder los. Und das wird auch im Zillertal groß gefeiert, oder? Muss gefeiert werden. Muss gefeiert werden, okay, sehr gut. Dann euch herzlichen Dank, alles Gute und heizt gut ein hier. Dankeschön. Okay, danke. Ich habe jetzt hier eine schöne Milchkanne. Da wird nämlich in den Zillertaler Bergen sozusagen die Milch abgefüllt. Zillertaler Bergmilch? Ja, Zillertaler Bergmilch. Aber wenn man jetzt so richtig drauf schaut, da steht Red Bull drauf. Was hat es da damit auf sich? Das ist jetzt, man kann da einen Stallplatz für das Red Bull Almauftrieb gewinnen. In Meierhofen im Zillertal, das ist also ein Hindernislauf. Mhm. Ja, ist letztes Jahr das erste Mal gemacht worden. Sehr, sehr gut angekommen, wird heuer wieder wiederholt. Und bei uns kann man da jetzt einen Stallplatz gewinnen. Okay, was muss man tun dafür? Damit man hier bei dem Red Bull Almauftrieb einen Stallplatz gewinnt, muss man hier diese Milchkannen, zwei Stück, im rechten Winkel so lange wie möglich hochhalten können. Dann gewinnt man einen begehrten Stallplatz bei dem Red Bull Almauftrieb. Sehr gut. Also ich kann es verraten, ich habe es heute Mittag schon mal probiert. Eine Minute und drei habe ich geschafft. Eine sehr stattliche Zeit. Also gut. Reicht es leider nicht, aber... Sehr stattlich. Noch ein bisschen üben. Trainiere ich noch ein bisschen und kann vielleicht im Laufe der Woche nochmal vorbeikommen. Ja, genau. Wir haben ja noch eine Woche Zeit. Genau. Okay.